immer wenn ich sterbe, muss ich dieses Glücksrad drehen. So, meine Damen und Herren, die wilde Fahrt geht weiter. Ja, geht wieder los. So, Leute, endlich wieder zocken. Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 2 Part 3. Beim letzten Mal sind wir hier kleben geblieben in irgendeiner komischen Burg. Anscheinend Wald der Riesen oder was weiß ich. Ist ja auch egal. Mittlerweile ist der erste Part rausgekommen. Ja, ich bin ja 2 Parts im Voraus. Und da gehen wir einmal kurz auf die Kommentare ein. Generell, ich habe die Mucke ein bisschen angepasst, beziehungsweise die Stimmlautstärke, ja. Mucke und Ingame-Sound ist einfach im Verhältnis ein Tucken leiser. Dadurch ist im Umkehrschluss, wenn die Leute darin reden im Spiel, die Charaktere, das ein bisschen lauter. Lauter to see. So. Erste Folge ist draußen. Heftig kommt die Scheiße an. Vielen Dank. Wirklich. Macht übel Bock. Ich möchte erstmal mit einem sehr traurigen Thema anfangen, und zwar Star Wars Stories hat keinen Plan von Dark Souls 2. Das ist bedauerlich. Wir brauchen irgendwelche anderen Leute, die uns die Story erzählen. Ich habe jetzt so rausgehört, dass die Story überhaupt nichts mit Dark Souls 1 zu tun haben soll. I don't know. Vielleicht gibt es da später Klarheit. Also, heftig. Man darf Truhen nicht verkloppen. Deswegen kriege ich die ganze Zeit Abfall. Immer wenn man eine Truhe kaputt haut, kriegt man nur Abfall. Ich will, kann jemand mir mal sagen, welche Items ich dadurch verpasst habe? Aber wirklich relevante, wichtige, krasse Items sind daher auch immer in den Stahl- oder Metalltruhen, die wir gesehen haben. Heftig. Es gibt unsichtbare Gegner, die sind überhaupt, also sie sind nicht relevant, aber dafür auch ganz interessant mit den Fackeln, die übrigens gar nichts bringen, irgendwie. Also viele haben gesagt, ja, einfach damit es heller ist. Alter! Aber wiederum andere haben gesagt, ja, da am Anfang, später, wenn du die Statue da entsteinert hast, dann ist es relevant mit den Fackeln da. Schauen wir mal. Aber es gibt unsichtbare Gegner und durch die Fackeln sieht man manchmal die Schatten von denen an der Wand, aber es lohnt sich nicht, nach denen zu suchen. So, dann Sweet Wildcard, Cat. Es gibt jetzt Power Stances. Gibt es wohl in Elden Ring diesen neumodischen Quatsch, gibt es das wohl auch. Und zwar kann man die gleiche Waffe nochmal, wir haben ja gesehen, es gibt Dual-Wielding, nochmal equippen, wenn man 50% höhere Attribute erfüllt, als die eine Waffe, die man hat, erfordert. Beispiel, ein Schwert braucht 10 Stärke und 8 Geschick, haben wir 15 Stärke und 12 Geschick, können wir die Waffe nochmal equippen und haben die Power-Stance. Das geht witzigerweise auch mit Ultra-Großwaffen. Heftig. 2 Keulen haben wir ja. Ich könnte mir jetzt noch eine Keule holen. Und wenn ich, jetzt gucken wir gleich mal. Also werden wir, glaube ich, nicht machen. Aber ja, interessant. Schild ist aber auch echt gut, ne? Aber gut. So. Dann gibt es so kleine Sachen, da kann ich gleich nochmal drauf eingehen. Ihr habt halt ultra viel Input gegeben. Sehr, sehr nice. Bitte achtet darauf, nur ein Tipp pro Folge, ja. Viele sind da wieder in eine Doktorarbeit reingerasselt, mag ich nicht. So, ansonsten gab es so viele kleine Sachen hier, die haben ein bisschen Bezug auf die Lore genommen. Hier steht es auch nochmal mit den Feuerständen, dass sie im Early Game einfach nur Licht bringen. Geil. Ja, gut, ich würde sagen, wir gehen rein. Und ansonsten, wenn mir etwas jetzt im Gameplay einfällt, das dazu irgendwie im Kommentar geschrieben wurde, dann nehme ich darauf Bezug. Ja, also, vielleicht erstmal grundsätzlich, es gibt vor dem Gebäude mit diesen Hexen, wo wir unseren Charakter erstellt haben, gibt es noch Loot. Dann gibt es einen Morgenstern in Majuna bei so einer Klippe runter, muss man mal gucken. Ist vielleicht interessant als Stärkewaffe, könnte ich mir vorstellen. Und ich habe tatsächlich eine Leiter übersehen, aber ich glaube, die war jetzt nicht so überrelevant, sonst hätten die Leute was gesagt. So, hier kam letztes Mal ein Stein runter. Und ich wette, wenn ich da hochgehe, kommt noch einer. Aber wir machen's.
Wer kriecht denn da? Moin. Oh. Ach, der ist das, der da schießt. Warte, ich bin gleich wieder... Ne, warte, wir sprechen erstmal mit dir. I'm sorry. I was just daydreaming, I think. My name is Kale. Kale, was machst du da? Like yourself. Kale, komm auf die Beine. I'm navigating the continent to create a map. Ja, Tipp war auch wieder, weiß ich aber, so oft sprechen, bis die NPCs sich wiederholen. Why cartography, you ask? Well, that's a good... When I first came into this forsaken, it was... a curse? How embarrassing. But I do know one thing for certain. Bla bla bla, ich will eine Karte machen. This Drangling, the lost kingdom. It's kein romantisch. Ja, war ich. Ja, da komme ich nicht rein, brauche ich einen Schlüssel. Oh. Oh. Hast du einen Schlüssel? Ich bringe ihn um, dann habe ich einen Schlüssel. Inside the mansion, I found a strange map, like none I'd ever seen. I believe that it's a map of Drangling. Wäre nicht schlecht zu haben. Gab es in Dark Souls 1 eigentlich eine Karte? Nur hat der Alzheimer? Was mit ihm? Oh, ich brauch dich nicht umbringen. Glücklicher Tag für dich. Incredible, really, isn't it? Oh, but one. Ein Stein gemeißelt? Venture deep into the mansion. Oh, warum nicht? I can't be certain, but I've heard disturbing noises. Oh, shit. Something about it feels wrong. Just be. Wir sollen es nicht zu tief in die Villa vorwagen. I'll be back in Majula soon. Perhaps we will meet again and discuss. Junge, wie viel labert der denn? Ich will Leute töten. Digital. So, jetzt wiederholt er sich. God bless. So, du kriegst jetzt auf die Fresse, Junge. Zur Seite. Ich lass ihn mal reinkommen, nicht, dass er runterdroppt. Ja, komm. Komm her, Conquistador. Daneben. So, endlich. Was haben wir hier? Gelbes Kraut. Was hat das nochmal gemacht? Scheißegal. So. Hier kam die Kugel her. Oh, okay. Der Beweis, dass... Wait, da kann die auch hergekommen sein. Sag mal, können wir hier nicht gegenhauen? Oh, ich habe Angst, dass ich ihn dann treffe. Okay, wir können in die Villa rein. Das ist doch sehr gut. Und irgendwas mit einer Karte. So, und jetzt können wir nochmal hier runter gucken. Weil wir haben ja nicht zu befürchten, dass uns was in den Rücken prügelt. Oh. Ja, da springe ich jetzt nicht runter. Aber wie komme ich dann zurück? Gut, ich könnte mich einfach wegteleportieren. Aber es kann ja nicht Ziel der Sache sein hier, ne? Ja, Leute, was machen wir? Also ich... Dahinter geht's halt weiter, das sieht man auch. Aber... ich will da jetzt nicht rumkloppen. Also, wir kommen ja nicht zurück, ne? Das ist wegen dieser bescheuerten Wurzel da. Ihr habt vielleicht jetzt im zweiten Part was geschrieben, aber das weiß ich ja noch nicht. Vielleicht irgendwelche Hinweise. Ich bin ja 2 Folgen im Voraus aktuell. Ey, schießt ja immer noch wer. Ach, warte mal, wo war das nochmal? Wo war denn das? Wer schießt denn jetzt noch? Bist du Jack? Gut. Ich muss das gerade nochmal durchdenken. Wo kamen wir jetzt her? Wir kamen ja... War hier gerade was? Nee. Wir kamen da die Wurzel hoch. Nee, von oben die Wurzel runter, richtig? Wie kommen wir denn da wieder... Oh. Wait a minute. Wir können ja einfach wieder... Hä? Bin ich dumm? Ich bin ja überdumm. Krass.
Problem behoben. Hä? Warte, dann war ich nicht oben. Wird man mich loben? Oder? Oder kam ich von oben, droben, runter? Gehoben. Stimmt, hier war der. Ei. Und ein Bogenschütze. Also beides ist hier aber frech. Der schießt so nicht. Pass auf. Wenn er jetzt... Schade. Wie machen wir das? Was haben wir hier? Guck mal, da ist auch verschüttet. Ich verliere tatsächlich immer ein bisschen Leben. Okay, pass auf. Wir machen jetzt folgendes. Eva da den großen Kloppi boxen. Hier konnten wir nicht lang, ne? Nee. Gut. Folgendes. Wir gehen jetzt zum... Ach ja, ihn gibt's ja auch noch. Ihn hier unten, diese fette Echse. Hier konnte man auch nicht lang. Ich muss erstmal wieder kurz ankommen und rekapitulieren. Wir kamen von oben, ne? Das heißt, da hinten waren wir noch nicht, oder? Ich setze mich hier nochmal eventuell kurz hin. Es ist ja auch egal. Also fest steht, hier geht's weiter. Grob gesagt, darunter. Ich würde mich jetzt hier erstmal hinsetzen und nach Majuna teleportieren. Beziehungsweise sogar vielleicht dahin. Das ist ja der Spawn. Ne? War das jetzt der Spawn? Aber warum war das dann an zweiter Stelle? Ja, war der Spawn. Folgendes. Ihr habt gesagt... Hier gibt's ein Item. Was ganz nett sei. Also irgendwie hier am Wasserfall... Hier fehlt... Oh. Oho. Oh. 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 Da seid ihr Jack? Ich bin wegen Stein hier hin. Jetzt bin ich auch noch nass. Seid ihr? Ja, und was waren eigentlich hier, ne? Guck mal, da lang. Aber da kommt man nicht hoch. Kann nicht wollten. Okay, gut. Kleiner glatter Scheißstein? Was ist das für eine Scheiße? Wirklich? Ein glatter und seidiger Stein. Was ist ein seidiger Stein? Ist der weich oder was? Wird zur geringen TP-Wiederherstellung verwendet. Cool. Der Glanz des Steins kann nicht durch gewöhnliches Polieren entstanden sein, sondern müsse über einen langen Zeitraum erreicht worden sein. Einige in diesem Land sind auf der Suche nach derartigen Steinen. Oh, das ist vielleicht ein Hint, dass ich ihn gegen was Krasses irgendwann so eintauschen könnte oder so. So, jetzt folgendes. Kurz hier weitergegangen. Und zwar ist auch schnell erledigt. Das war hier vorne. Hier. Ne, hier konnte man ja nicht rein. Dann war das hier. Es gab eine Stelle, da musste ich das erste Mal springen. Und auf dem Rückweg hat man eine... Ja, es ist so dunkel hier, ey. Oh, Entschuldigung. Gut, dass ich hier Licht habe durch die Fackelständer. Leute, bricht einfach mein Block? Das ist ja frech. Ich meine, hat echt keinen Schaden. Das ist krass. So, hier gab es jetzt eine Leiter. Die habe ich einfach nicht gesehen. Ich glaube, weil ich mich krass auf den Sprung konzentriert habe. Aber es hat, glaube ich, auch nur... Es haben richtig wenige gesagt. Dann ist das hier, glaube ich, nicht wichtig und besonders. Sturzangriff. Parieren. Abwehr durchbrechen. Ah, so antippen. Ja, wow, Sturzangriff jetzt hier, oder was? Sind wir da durchgegangen? Ja, ne? Dann mache ich einen Sturzangriff. So wenig Schaden? Nur mal, ihr seid doch Jack. Gut. Was war hier? Bin ich hier lang?
Ja. Nee. Doch. Nee. Hä? Bin ich hier lang? Ja, ne? Nee. Hä, nein, bin ich nicht! What? Die kenne ich! LOL. Aber... Ja, ich... Vielleicht muss ich hier die Fackel anmachen? Aber ihr habt gesagt, hier im Early Game eh noch nicht. Aber hier Fackeln? Vielleicht ist es später was. Ah, offensichtlich komme ich da hin, wenn ich den Dude hier entsteinert habe. Na, dann kann ich da ja durch. Gut. Okay. Schön, cool. Ich teleportiere mich nach Majuna. Also, behalten wir im Hinterkopf. Da kann ich ja da oben vom Balkon auch die Leute abknallen, bevor ich da durchgehe, oder? Übrigens... Entschuldigung. Die Zahl an dem Ort, wo man sich hinteleportiert, ist übrigens die Zahl, sollte man dieses scheiß Feuer geupgradet haben, sodass man dann quasi die Region als New Game Plus One Region hat. Dieses Ascens-Feuer-Scheiß. Ich zeig das gleich. Ich glaube, das kann ich auch nochmal den Leuten erklären. Oh, Titanscholle. Gut für Upgraden. Wichtig, bei 1. Ich erkläre das nochmal den Leuten, die da vielleicht nicht so drin sind in Dark Souls 2, weil es wurde in den Kommentaren ein bisschen beschrieben. War das ein Item, was ich hatte? Nee, ne? Doch. Also, man kann sich an so ein scheiß Feuer hier setzen. Nee, ich will nicht sprechen. Und dann kann man... Ich glaube, hier was verbrennen. Das hat... Ascen... Irgendwas. Ascen... Warte. Ascen... Also, es ist so ein Item und dann man nutzt das. Und dem Leuchtfeuer hier zugehörendes... Also, das zugehörende Gebiet... Das wird quasi geupgradet, als wäre das aus New Game Plus One. Wenn man ja Dark Souls durch hat, so war es beim ersten Teil, startet man ja wieder komplett von vorne, aber in New Game Plus One, wo alles schwerer ist und teilweise auch andere Items geordert werden können, vorkommen, whatever. Und ich guck gerade, das hieß... Ja, vielleicht ist auch egal. Also, ist ja auch nicht jetzt so wichtig. Okay, ich finde es jetzt gerade nicht. Also, hier können wir leveln. Könnten wir. Können jetzt aber auch erstmal in die Villa. Wir können aber auch diesen Morgenstern suchen. Sieht man den von hier irgendwo? Also, das soll da sein, wo man hier ankommt. Deswegen habe ich mich immer umgeschaut. In alter Gothic-Manier. Und trotzdem was übersehen, siehste wohl. Er meinte, man kann sich hier runterdroppen? Oh lol. Hier, oder? Soll ich mal da runterdroppen? Boah, ich hab so Schiss, dass ich jetzt einen Abflug mache. Ja. Ach so, durch Wände gehen mit A. Also, ich brauche hier nicht auf unsichtbare Wände hauen. Funktioniert hier so nicht. Sondern. Lol. Hä? Sondern, man muss einfach vor Wänden A spammen. So, was? Hier? Da sterbe ich doch, oder? Nee. Oh. Morgenstern! Ja! Und hier? Fernglas. Heftig. Falls ich mal schwärzig machen will. Okay. Ah, und hier kommt man gar nicht hoch. Krass. Die Leute kritisieren ja das Level-Design von Dark Souls 2. Ich muss sagen, bisher... Achso, ja, eine Sache auch noch. Immer wenn wir sterben... Das finden die Leute auch kacke. Verlieren wir maximales Leben. Ich weiß aber nicht, woran man das erkennt. Ist das dieses Gestrüpp da oben dran? An der Lebensleiste am Ende?
Weil ich bin ja gerade lebend. Auf jeden Fall ist dafür dieses Menschenbildnis da. Dass man das nutzt. Vielleicht lesen wir uns so ein warmes, weiches... Damit könnt ihr Hüllenwerdung umkehren. Schwächt außerdem die Verbindung zu anderen Welten, wenn ihr es in einem... Also für Online-Gaming ist auch egal. Schaut man sich ein Bildnis genauer an, erkennt man die Menschenform. Daraus hängt von... Ja. Also irgendwie... Das habe ich aber noch nicht verstanden, Leute. Habe ich das immer? Oder muss ich das looten und irgendwie bekommen? Weil wenn ich jetzt ganz oft sterbe und ich kein Menschenbild habe, habe ich dann irgendwann nur noch 10% maximales Leben oder was? Ja, übel, wack. Aber ein Grund mehr, nicht zu sterben. Okay. Wir gehen jetzt in diese Villa. Und wir sollen nicht zu weit rein, weil er hat was Knochen hören oder so. Und er müsste jetzt wahrscheinlich hier auch sein. Und wie dieses Schild hält. Niemand hält so ein Schild. Na gut. So, Hallöchen. Aha. Ja, ich hör's. Ist oben, oder? Vielleicht stürzt sich auch bald was ein. Okay, krass. Aha, oh, ah. Was ist das denn? Kann ich hier irgendwas öffnen? Hier? Pharos Wahrheitsverkünder. Digga, what? Wir haben ja auch eben noch diesen irgendeinen Klerikerkram. Da. Aktiviert Pharos Apparat. Das war doch aus der letzten Folge irgendwo was. Nee, das war hier unten, um dieses Ding zu drehen, diese Vorrichtung. Oder? Muss ich mir nochmal die letzte Folge angucken oder ihr schreibt es mir mal. Ich erinnere mich. So, Morgenstern. Junge, was macht der für Schaden? Hilfe? Nee. Warte, wir müssen auf Ausrüstung und dann haben wir hier, genau. Aber nur C auf Stärke. Nur C auf Stärke. Ja, okay. Wo sehe ich nochmal den Gesamtschaden? Da. Hä? Eben stand da doch 190 Schaden. Bin ich jeck? Da steht doch 190. Oder, sorry. So. Nee, Angriff gesamt. Es ist nicht der Schaden, oder wie? Hä, doch? Wieso steht da 90? Und hier 110? Ah! Da unten ist 80. Das, da unten ist noch eine andere Schadensart. Alter, ich komme noch nicht mit der Menüführung einwandfrei klar. Gucke mal. Ja, geh mal rüber. Hier, Blutungseffekt. Also, wir haben körperlichen Angriff, 110. Und wir haben Blutungseffekt. 80. Das sind dann die 190. Bluten ist ja, wenn man Gegner öfter hittet, führt sich eine Leiste. Und wenn die voll ist, kriegt er richtig auf die Fresse. So, jetzt hatte ich aber doch... Hier ist die Ansicht. 100 plus 42. Die fehlt mir hier ein bisschen. 110 plus 34. Top. Oh, 105 plus 64. Ja, aber ich mache Blutungsschaden. Ah, ist aber vor allem... Ah, da gibt es aber auch nochmal plus 28. Aber ist vor allem besser gegen große Gegner, ne? Warte, ich könnte mal, spaßeshalber,
Ach so, LB ist rechts, RB so links. Wenn ich beide gleichzeitig drücke. Nee. Ja, ist ja jetzt nicht die Power Stance, ne? Okay. Ich glaube, für kleine Gegner würde ich die Keule weiterhin verwenden, weil die einfach dann schneller tot sind. Für große Gegner den Morgenstern. Das heißt, wir machen den hier. So. Dann immer wahlweise. So, jetzt dieses... Kann ich hier Sachen kaputt machen? Da ist auf jeden Fall irgendwo ein Vieh. Wir können mal gucken. Ich hoffe, es fällt mir nicht irgendwie mit der Decke auf den Kopf oder so und triggert irgendwie eine Falle. Aber wir könnten mal gucken. Ich höre auf jeden Fall was, ne? Ach, ist das hier dieses Schwein? Könnte auch sein. Das können auch die Schweinchen sein. Oder... Hier runter. Ist das eine Truhe? Nee. Was ist das? Das sieht alles so ein bisschen... Was ist das denn? Junge, ich rechne einfach überall mit einer Trap, ne? Ich bin so... suspicious. Okay. Und wenn ich jetzt hier runter gehe, dann kriege ich Probleme. Oh, ein Skelett. Da ging es Keule aber ganz gut. In Dark Souls 1 war es so. Ah, der hält... Also ist schon... Menschenbild. Aha. Das... erklärt es ein bisschen. Der hat schon Schaden gemacht. Also... Ich könnte da... Ja, wäre schon durbel. Aber ich habe das Gefühl, da wo ich vorhin war, bin ich besser aufgehoben noch. Bisschen so... Ein bisschen... Ja, muss man auch ein bisschen auf sein Powerlevel achten. Okay. So. Folgendes. Was machen wir jetzt? Also, wichtig ist auch noch, da wollte ich auch noch drauf eingehen, auf Anpassung zu leveln. Ja, jetzt steh auf, komm. Seek the king. Ja, weiß ich. Ja, ja, ja. Aufsteigen. Anpassung. Wichtiger Wert, sagt ihr. Denn Anpassung erhöht die Invincible Frames, also I-Frames, beim Kontern und bei Ausweichrollen. Bedeutet, die Zeit, in der man nicht getroffen werden kann, wenn man eine Rolle macht oder... Das Zeitfenster, wo eine Parade hittet, ist größer. Das heißt, es ist sehr relevant, das zu leveln. Machen wir mal. Nebenbei immer ein bisschen. Das heißt, also beeinflusst das auch das Moveset der Rolle und es ist nicht mehr das Gewicht der Ausrüstung? So. Jetzt. Dieser Mechanismus. Das war doch hier unten. Da gucke ich jetzt auch nochmal hin. So, und dann können wir auch Gas geben hier für ein bisschen Progress. Dann mache ich den großen Hempel da oben auf der Mauer. Da, ja, 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 ja. So. Ja, ich habe doch jetzt das Ding. Nee, dann war das doch was anderes. Dann war das doch, da bei der Burg. Im, hier, Wald der Riesen. Warum auch immer das so heißt, wenn das eine fette Burg ist. Dann war das da. Na gut. Okay, also wenn wir bei der Villa unten weitergehen, gibt es Skelette, die gut Schaden machen. Aber, ja. Gut, dann gehen wir jetzt in den Kardinalsturm. Richtig. Kardinalsturm. Cool. Gut, gut, gut. Tolle Sache. Gut. Toller Händler. Was erfordert die Keule?
Die erfordert... Hä, was sind nochmal ihre Anforderungen? Ich will wissen, ob ich schon Power Stance mit der machen könnte. Weil dann kaufe ich mir eine zweite. Junge, wie viel Stärke brauchst du und so? Wo stand denn das? Alter, die Menüführung. Also ist schon besser irgendwie, aber ist halt ungewohnt. Bin ich dumm? Nein. Info. Nein. Sortieren? Achso, nee. Digga, ich muss, anstatt dass das im Inventar bei den Items steht, muss ich in Ausrüstung auf einen leeren Slot, dann habe ich die Menüansicht, die ich brauche. Mashallah. 12 Stärke, 3 Geschick. Wie viel habe ich? Stärke. Gut. Ich brauche 18. Für die Keulen Power Stance. So. Kommen wir in den Hinterkopf behalten. Was war hier oben? Hier gab es eine Tür, da kam ich nicht weiter. Richtig? Ja. Ja. So. Dann. Wofür war diese Scheiße hier? Es gab doch. Ich erinnere mich doch an eine Vorrichtung. War das hier? Nee, ne? Oh Gott! Digga! Übrigens, bei Dark Souls 2 ist es so, man kann die Leute nicht endlos abfahren. Ich glaube, wenn man die 10-mal killt oder so, kommen die einfach nicht mehr. Heftig, oder? Das heißt, man hat nicht diese Safe Zone, unendlich irgendwo zu farmen. So, dann setze ich mich nochmal hin. Und gehe runter. Irgendwo war eine Vorrichtung, wo ich das brauchte. So, jetzt wollen hier nochmal ein paar Leute boxen. Ich hätte halt so gern ein Schwert von ihm. Also, mein Problem ist, immer wenn ich pariere, mache ich nicht so einen Special-Angriff. Was ist denn das? Also, ne? So, hier links geht's jetzt dahin, wo wir vorhin gestartet sind. Cool, da geht's auch weiter, ist der fette Typ oben. Und hier war ein Durchgang, der nicht geht. Gut, dann kloppen wir jetzt den fetten Typen oben auf der Mauer. Das wird tough, weil dahinter noch ein Bogenschütze ist, der nervt. Müssen wir mal gucken, wie wir das angehen. So, hier war jemand, ne? Hä? Gut. Die looten nicht ihr fettes Schwert. Das finde ich bedauerlich. Oh, ich muss vielleicht erstmal die anderen Bogenschützen clearen. Oder? Darum ist ja auch einer. Okay. Nein. Ach, das habe ich auch gefunden. Stimmt. Heilige Klerikerglocke. Gut, das ist halt so auf Zauberei ein bisschen, ne? Wo lege ich Pfeile an? Habe ich Pfeile? Ich habe keine Pfeile, ne? Doch. Bolzen. Schade. Schade. Okay. 2 Bogenschützen sind hier das Problem. Kann ich den irgendwie mit dem Wurfmesser baiten, ohne die anderen zu triggern? Also da muss ich jetzt so. Also da muss ich definitiv Rolle machen. Sonst klatscht er mich ja unnormal aus dem Leben. Oh, sehr gut. Okay, Leute. Ich kann ihn blocken.
okay. Also nicht blocken, dodgen. Aber ich habe ihm viel Schaden gemacht. Aber dann war ich in seiner CC-Chain. Okay. Tod Nummer 3. Ja, einer pro Folge, 2, 3, das geht noch. Gut. Leute, ihr wisst, was jetzt Phase ist. Wir drehen das Draht. Ja, das Draht der Qual. So. Oh, baby, baby. Hoppala. Okay, Freunde. Die wilde Fahrt geht weiter. Let's go. Ich hab diesmal nicht ganz so doll angeschubst. Weil das dreht so lang. Und die Spannung steigt. Kannst du mal hier aufmachen, die meine Bestrafung. Meine potenziellen Bestrafung. Die Nummer 3. Und das ist... falsch. Hier. Ritterhelm für 15 Minuten mit geschlossenem Visier tragen. Cool. Das heißt, ich habe hier was vorbereitet. So. Das Problem ist, ihr werdet mich jetzt nur noch ein bisschen gedämpft hören und ich sehe sehr wenig. Also wirklich sehr, sehr wenig. Oh, baby, baby. Oh. 15 Minuten, weil ich hab kein Problem damit, das auch die ganze Folge zu tragen. Aber ihr findet das irgendwann nervig. Kann ich auch verstehen. Oh, jetzt ist Kettenhemd ganz kalt im Nacken. Ich habe keinen Sound. Naja, dann ist das auch im Rahmen der Bestrafung. Ich habe jetzt einfach keinen Zaun. Gut. Moin. Oh, jetzt geht das wieder los. Die Scheiße hier. Das war da, ne? Ne, hier. Gut. 15 Minuten. Warum erkennt er jetzt mein Gesicht nicht? So, nein, so. Timer. 15 Minuten. Ab jetzt. Zack. Cool. Ja, aber ich glaube, der ist easy machbar. Der ist easy. Der kriegt halt... Oh mein Gott! Die Frage ist, ob ich den da oben auch so von hinten dingsen kann, wisst ihr? Da, sowas muss man halt alles herausfinden unter... Ach nee. Unter Schmerzen, ne? Naja, so. Ist nicht, ja. Nee. Da. So. Dann hat er hier noch. Ciao. So. Und hoch. So, jetzt muss ich Menschenbildnis nehmen, ne? Jetzt achten wir mal auf die Lebensleiste. Ich kann nicht zurück. Toll. Gut. Okay. Oh mein Gott, wo kommt er denn her? Was?
Der hat sich auf mich gelegt. Okay, weiter geht's. Anyways. Nein, 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 nein! Oh! Wie oft ich das schon erlebt habe in diesem Dreck-Game. Also, beim ersten. Was? Alter, das ist hier alles frech. Frechheit. Jo. Oh nein, der setzt den hier ab. Okay. Gut. Okay. Ja. Ach du, ich brauche nicht viel Schaden machen. Ja, cool. Vielleicht hiermit? Ja. Das macht mehr. Oh Gott. Ey, entspannt trinken, ne? Okay. Ist gar kein Ding hier mit Ritterhelm. So, komm. Nein. Okay. Falco, entspann dich. Okay. Junge, bitte regenerier doch dein scheiß Leben. Also man braucht ja 80 Jahre, um mal zu trinken. Das ist ein neues Attack-Muster. Den scheiß One-Hit, aber er auch. Jawohl! Junge! Ha! Bin ich nicht gut? Bin ich nicht gut? Bin ich nicht gut? Junge, da freut man sich mal eine Sekunde! Da kommt hier die Meute! Ey, nee, du! Was? Ach ja, du! Arschloch! Junge, 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 Junge! Ey, was war das denn alles? Ich habe einfach die Fresse gehalten! Junge, ich kann nicht schreien, weil mir fliegen die Ohren weg! Hier blutet alles hier drin! Ey, das heilt wieder! Und wieder und wieder! Alter!
War das ein Boss? Was? What? Ich habe einfach nur noch versucht zu funktionieren. Ich habe meine Scheiß... Alter. Okay. Also. Estus Facus. Wirklich. Das Ding ist, wir haben eine Regel. Die Regel besagt, wenn ich Estus Flakon trinke, muss ich einen Estus Flakon trinken. Sag mal, ist das Design nur aus Dark Souls 3? Oder... Weil mir kommt es bekannt vor, aber es sieht ja hier ganz anders aus. Ne? Gut. Übrigens, ich weiß nicht, was hier drin ist. Und hier ist Lebensmittelfarbe mit drin. Das heißt, ich... Wie viel Seelen habe ich? Jo, das war ein Boss. Es riecht schon wieder so wie letztes Mal. Nach hier, das letzte Mal war ja irgendwie... Haben die mir im Nachhinein gesagt, so, war Krautsaft oder so. Prost, zwei Schlücke. Was ist das denn? Rote Beete-Saft oder so? Also süßer als letzte Mal. Aber immer noch gemüseartig. So, bis später. Gut, jetzt gucken wir erstmal Folgendes. Wir gucken jetzt mal, was wir bekommen haben. Das kennen wir noch vom ersten Teil. Seele des Verfolgers. Ja, das ist die Seele von dem Boss eben. Das war der Verfolger. Okay. Irgendwie... Nee, ups, sorry. Eine Waffe? Nee. Das ist der... Die Klerikerwaffe. Ah, neuer Ring. Erhöht körperliche Angriffe. Also, ich habe mehr Wumms. Ja, da fehlt mir jetzt immer dieses wie viel. Ne? Der Ring wurde der Lieblingswaffe des verrückten Ritters von Alken nachempfunden. Er verbessert körperliche Angriffe. Also, die meinen physische Angriffe. Ist scheiße übersetzt. Denke ich mal. Vor langer Zeit erblühten die Königreiche von Alken und Wen auf genau diesem Boden. Beide wurden von demselben Mann gegründet, verfielen jedoch in Rivalität und Bosheit. Aha. Also wir sind hier in ehemals Alken und Wen. Und anscheinend ist diese fette Mauer, könnte ich mir vorstellen, trennt diese beiden Königreiche. Okay. Ja, also ich muss sagen... Warte mal, das können wir ja hier vielleicht... Wir sehen doch bestimmt hier mein Leben irgendwo, oder? Nee, dann muss ich erstmal wieder auf Status gehen. 960. Und körperlicher Angriff? Ja, oben rechts wahrscheinlich, ne? 144, der normale Angriff. 144 Damage. I guess... So, wenn wir jetzt den ab... Achso, haben wir noch mehr Slots? Oh, wir können vier Ringe tragen. Stimmt. 164, Alter. 20 Damage mehr. Okay. Ja, der Morgenstern war ja eben richtig ineffektiv gegen den Typen, ey. Banditenmesser. So, jetzt mische ich erstmal da seine Boygroup auf. Seine scheiß Plebs. Moin. Entspannt. Entspannt mit euch. Okay. Ich hab kein Healing. Das ist wieder typisch. Das ist wieder so typisch für mich. Gegen Boss hier irgendwie wieder First Try, aber dann hier gegen so drei Kacklappen. Die unterschätze ich dann wieder. Ah! Scheiße. Gut, Leute. Ihr wisst, wie es läuft. Ich geh mal da rüber.
sehe halt nichts. Also es ist ein Graus. So, die wilde Fahrt geht weiter und ich drehe ganz langsam. Ein bisschen. So. Okay. Muss ich gucken. Die Nummer 8. Nummer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wachsstreifen. Geil, habe ich vermisst. Habe ich richtig vermisst, muss ich sagen. Also, das ist eine geile Zeit. Geil. Oh Gott. Das ist ein Knochenjob hier. Ich sag euch das. So, Henno aus dem Büro, Studio 1. Ich bräuchte mal jemanden, der mir die Beine wächst. Over. So nehme ich. Cool. Ups, das war ein Spoiler, egal. Ist doch schön. So, welche Seite nehmen wir denn? Freut sich wieder auf die Frau. Hallo. Hallo. So, hier, Isana. Hast du eigentlich mich schon mal gewachst? Ich habe dich schon mal gewachst, ja. Letztes Jahr, ist wieder nachgewachsen. Out of context. Ja, ist nachgewachsen. Wie läuft es bis jetzt? Egal, ich habe einen Boss gefirstfried. Wirklich? Hattest du den bei Schwärzig? Der Typ, der vom Adler herangetragen wurde? Ja. Junge, ich kletter da hoch, denk mir nichts Böses. Ja, auf das einmal ist meine da Rede. So ein Adler, Digga. Und ich wurde weggemacht von denen. Ja. Dann habe ich mir gesagt, ich hole den jetzt, bin wieder hin, spawnt nicht mehr. Echt? Ja! Hey, dann war das ja richtig krass von mir. Ich muss den auseinander machen, ne? Ja. Nee, vorher ein bisschen so warm rubbeln. Ja. Hey, ja. Das war ja richtig krass von mir. Ja, ich wollte dann wieder hin und wollte so, okay, perfekt. In Schwärzig mache ich den jetzt weg. I don't care. Ist ein Souls-like-Format. Ja, schaut bitte, check das aus. Abonniert meinen... Nein, okay. Das ist nicht der richtige Ort dafür. Doch. Ja, abonniert meinen Kanal. So. Ich mach noch ein bisschen. Ja, krass, wie weit du warst. Du nimmst immer nur anderthalb Stunden auf. Ja. Oh, ich darf einen Helm abnehmen. Ach so, ja. Ich hab halt das quasi so, dass ich halt auch durchrushe. Ich guck mir da nichts an. Ja, ne? Und red auch nicht dringend mit den Leuten. Deshalb habe ich ja auch das Essen. Und du taktierst auch nicht viel. Nee, ich renn da durch, damit ich... Alter, das ist ja eine richtig geile Mütze. Ja, danke. Kennst du diese Bogenschützen von Medieval Slide oder so? Generell Bogenschützen haben immer so... Ja. Ja, also krass, weil ich bin ja jetzt hier im dritten Part erst bei dem, also nach 4,5 Stunden. Ja. Ich sagte das, ne? Wo willst du? Einfach hier? Du darfst entscheiden. Du kannst auch arm, oder? Na gut. Schön. Augenbrauen? Schön. Ja. Pass bitte auf, dass wenn du jetzt gleich ziehst, du nicht auch noch Haare dran, also, dass du jetzt hier nicht nur Haare ich zusätzlich reinbrauchst. Aber macht das einen Unterschied? Nö, ja. so rum, ne? Nee, gegen den Strich. Ja, okay, hast recht. Ja, ich bin sehr stolz auf dich. Scheiße. Junge, es ist so viel. Leute, wir haben überlegt, ob wir... aber das sieht man jetzt ganz gut. Ja. Pass auf, Sterzig. Bei der letzten Bestrafungscam, die war ja hier, das war alles näher. Das heißt, man hat meine Schmerzen besser gesehen und auch vielleicht, ich meine, hier sieht man jetzt nicht, ob hier viele Haare weg sind. Das ist halt so weit weg und weitwinklig. Die Überlegung war, ob man hier so in dem Bereich noch die Nahe hat. Also Bild im Bild. Das fände ich gar nicht schlecht so. Ne? Leute, sagt mal, wie ihr das findet. Oder auch, dass du einfach nach Belieben das dann halt wechseln kannst. Ne? Je nachdem, was gerade irgendwie besser funktioniert. Mhm. Naja. Das lasse ich dir mal... Nein, ich nehme es mit. Den kannst du liegen lassen, falls gleich nochmal zufälligerweise, ne? Ja. Wir achten ja auf. Super. Tschüss. Super.
Ja, hat 19.000 Seelen gebracht, glaube ich. Also, die hast du verpasst. Also, halt wirklich krass viel. Ich weiß nicht, was der Standard ist hier in Dark Souls 2, aber ja. Tschüssi. Ja, jetzt auch meine Frisur ruiniert, aber so ist es halt, ne, wenn man da... Ja. Auch schön. Ich schnack dann auch mal gern. So. Ja, den haben wir gemacht, aber die nicht. Scheiße. Aber ich hatte jetzt auch gar keine Estus Flakon mehr. Das habe ich zu spät gereilt. Ich habe das unterschätzt. Das war der Höhenflug. Direkt wieder wo gehe ich lang? Direkt wieder geerdet. Ey, 19.000 Seelen, was wir damit alles machen können. Oh mein Gott, die dürfen wir jetzt auf gar keinen... Oh mein Gott. Das war ja so krank greedy gerade von mir, mit den 19.000 Seelen die drei Typen da machen zu wollen. Okay, ich muss jetzt nochmal härter tryharden als bei dem Boss. Tatsächlich. Ich versuche die einzeln runterzulocken, denke ich. Okay. Also das Ding ist an sich, einzeln sind die halt gar kein Problem, weil... Aber in der Gruppe, die staggern einen halt wild durch, ne? Okay, ich muss mir ganz genau überlegen, wie ich das gleich mache. Am besten burste ich ein oder ich versuche die einzeln runterzuziehen mit so Sachen wie Wurfmessern oder ich habe da auch Bomben jetzt. So. Und eine Bombe habe ich und das muss ich aktivieren. Ich muss jetzt maximal rausholen. Ach du Scheiße. Gelbe Kraut? Zaubereinsätze? Nee. Kann ich hier mich noch irgendwie buffen? Das ist auch gut. Das macht auch Bomben. Aber das Ding ist... Oh, das jetzt in der Situation auszuprobieren, auch vielleicht kein guter Moment. Aber vielleicht kann ich die anvisieren und das dann werfen. Ich versuche die hier runterzulocken. Hier war irgendwo noch ein hässlicher Bogenschütze. Ja, von hinten kam jetzt noch ein Typ. Die, glaube ich. Pass auf. Ich mache das jetzt übervorsichtig. Das war ein bisschen riskant. Oh mein Gott. Junge, was ist gerade passiert? Ich habe gerade 19.000 Seelen verloren. Ey, das hätte mein ganzes Early Game so gecarried. Ey, ich wollte das Dach da erstmal clearen. Ganz entspannt. Damit die mir nicht hinten reinrennen, wie der eine Typ im Try vorher. Ey, und dann glitscht, dann falle ich da runter, weil ich wieder dieses Anvisieren anhab. Junge, das ist einfach mein größter Feind in diesen Drecks Dark Souls Spielen. Ey, und Wände auch. Ich visiere nie wieder einen an. Junge, ich bin gestorben. Was mache ich hier? Den eben habe ich nicht mitgezählt. Ey, scheiß auf den Tod und die Bestrafung, Junge. 19.000 Seelen! Im Late Game ist es pipi. Aber gerade, Junge, das wären irgendwie über 10 Level oder so. Mann, scheiße. Ich hab, ja gut, ich hab die Boss-Seele noch, aber... Oh mein Gott. Junge, ich wär... Das Projekt wäre zur Hälfte durch. Geht los.
mein Gott! Ich komme nicht drauf klar, das ist so dumm. Ich bin geschockt. Es tut mir leid. Die Nummer 2. Oh nein. Oh mein Gott! Hoppala. Okay, ich sollte es ein bisschen vorsichtiger machen. Ah, ich bin fassungslos. Ich bin einfach nur geschockt. Es ist ja einfach nur dramatisch. Ich fühle mich, wie er aussieht. Ich habe kein Menschenbildnis mehr. Naja. Es macht mich so traurig gerade. Ich bin so am Arsch. Ich gehe da jetzt hoch und werde. Nee, erstmal mache ich die weg. Okay, dann mache ich die nicht weg. Junge, was passiert hier? Ich. Junge, wie gut war das, aber auch dann wie schlecht und scheiße. Es ist da zum Kotzen. Bitte komm her. Wen jucken Hüllen, Infanterie, Handschuhe, Mann. Der Tag ist gelaufen. Was für eine beschissene Scheiße. Nun, jetzt komm doch. Es ist sehr gefährlich, was ich hier mache. Ich nochmal rückwärts runter? Genau. So. Ich bin so entsetzt. Ja doch. Ich muss unbedingt Sprung umlegen. Ich klär die Bogenschützen. Ich will gar nichts anbrennen lassen. Der Typ ist egal, ne? Digga, ich hab 20.000 Seelen verloren. Im Early Game, Junge, wir sind in einer dritten Folge. Vierte? Dritte, ne? Alter, ich bin entsetzt. Ich bin so entsetzt. Es ist auch jetzt nicht geschauspielert oder so, wie ihr das von anderen Kanälen kennt. Ich bin so invested, Junge. Was geht hier ab? Junge, kannst du dich hier oben ver... Diese scheiß Arschge... Bogenschützen. Hä, was ist das? Okay, wir gehen was an. Ist jetzt eh egal. Also ich habe keine Seelen da zu holen. Es ist zum Kotzen. Actually da unten, ne? Aber nee, es müssten ja 0 sein, oder? Oder 50. So. Jungs. Hä? Das ist ja noch viel schlimmer. Die wären hier gar nicht gewesen, weil ich doch tot war und sich alles resettet hat. Hier liegen for free die 19.000 Seelen. Ich bin so dumm. Oh. So, dann komm mal her.
visier den nicht an. So, und zeig mal, was du kannst. Okay, das eine Fass war, glaube ich, explosiv. Oh mein Gott! So, komm du mal her. Komm mal her. Nee? Ja, dann nicht. Ey, ich habe ihn anvisiert. Ich bin dumm. Wer schießt hier? Ich raste gleich aus. Genau, komm mal her. Hä? Die hacken richtig rein. So niedergeschlagen gerade. Es ist echt übel. So, was haben wir hier? Menschenbild, Lebensstein. Ach, du Scheiße. Immerhin, Estus Flakon Scherbe. So, komm du mal runter, bitte. Oder? Aha, auf den kann ich draufspringen. Oh, auf den auch. Ich mach erstmal einen anderen Dude. Die Fässer werde ich auf gar keinen Fall berühren. Ja, irgendwie der... Was ist das für ein Symbol unter meinem... Ist das der eine Ring, der mir mehr Damage macht? So. Wer schießt hier schon wieder? Digga, was?! Der Typ, den ich runtergekickt habe, der ist einfach den ganzen Weg wiedergekommen. Krass, wie hartnäckig die sind. In dem Game. Hä, warum habe ich den nicht getroffen? Das Ding hingeflogen. Okay. So. Ich habe hier gerade ein Leuchtfeuer durchgehört. Ich glaube, da... Entweder das ist das, wo ich gerade war. Ja, mal gucken. Hier geht's noch weiter runter. Da ist ein Typ. Der hockt da aber nur. Ich rieche große Gegner, weil das so große Durchgänge sind. Alter, sind überall welche, krass. Oh! Das sind Ballisten. Safe, wenn ich den... Junge, die sind alle auf den Eingang ausgerichtet. Was mache ich denn jetzt? Ey, 100%ig, wenn ich den Raum betrete, werde ich von den allen weggeballert. Können die rechts um die Ecke schnell... Hier. Das war ja genau getimed am Ende meines Finishes. Cool. Ah! Wer kommt da alles raus? Ich trinke gleich. Kommt hoch. Kriegt richtig die Keule übergezogen. Kommt ihr nicht? Dann... Weil es beides ein bisschen unlucky. Aber erstmal haben die mich gut verarscht.
Das Problem war nicht so sehr die Ballisten, sondern dass dann einfach drei von den Jungs richtig aggressiv rauskommen. Aber war ein bisschen unlucky, dass sie beide mich direkt getroffen haben, perfekt nach dem Zeitfenster, wo mein Move durch war. Ne, diesen Backstep-Move. Und ich wollte mich tatsächlich oben hinstellen, um Feuerbomben runterzuwerfen. Und dann bin ich wieder abgeflogen. Weil ich wieder anvisiert habe, kann ich jetzt so nicht sagen. Aber vielleicht stand ich auch zu weit vorne. Alter, bitter. Was soll ich sagen, Leute? Hast du Scheiße am Fuß? Hast du Scheiße am Fuß? Also einzeln sind die so lächerlich, ne? Aber die CC-Chain, die aufbauen, geht wieder los! Die ist übel. So, ich muss einen trinken noch, ne? Das ist auch echt uncool. Also ist... So. Wir machen das jetzt einfacher. Die Nummer 4. Ach du Scheiße. Ich muss im Eurythmie-Kleid Du bist gestorben tanzen. Ich zieh mich einmal kurz um. Ja, das ist ein Eurythmie-Kittel. Für alle, die sich jetzt vielleicht fragen, was die Scheiße soll. Ich war 13 Jahre auf der Waldorfschule und da gibt es das Unterrichtsfach Eurythmie. Das ist eine Mischung aus... Oh, keine Ahnung, Mann. Ballett, Yoga, Gymnastik. Und in Eurythmie gibt es Buchstaben, die man mit den Armen formen kann. Und normalerweise schreitet man dabei eine Form. Dafür habe ich hier nicht den Platz, aber ich kann Du bist gestorben nachempfinden. Also, ich performe nun Du bist gestorben in Eurythmie. Danke. Danke. Gut, können wir... Können wir weitermachen? Ach komm, Digga. Nicht anvisieren, ich gewöhne mir es direkt ab. Tatsache, guck mal. Die schwarze Scheiße an der Lebensleiste ist wirklich dieses, jedes Mal, wenn ich sterbe, wird mein maximales Leben reduziert. Aber ich hab ja Menschenbildnis. Abfahrt. Okay, ich sollte mir langsam überlegen, vielleicht wenn ich die Seelen wieder hab. Boah, jetzt ist der Dicke ja wieder da. Ach du Scheiße. Okay. Genau, schlag mal die Fässer.
Was mache ich mit meinem Leben? Lecker! Ey, aber der gibt wenigstens Seelen, ne? So. Sind die auch wieder da? Oh Mann, Alter. Bursten. Ciao. Ich hau rein. Die machen Charge-Angriff. Tatsächlich muss ich reaktiv spielen gegen die, denke ich. Der Typ hier unten, ich hab den vergessen. Oh Gott. So, genau. Komm vereinzelt her, das wird gut. Jetzt habe ich ihn wieder anvisiert, ne? Was mit dir, Junge? Ja, danke. Actually, wenn ich die umkreise, muss ich sie anvisieren. Weil ansonsten bin ich nicht mit dem Schild durchgehend gut ausgerichtet. Ich hab einen Gesundheitsstein gar nicht mehr, ne? Die habe ich alle verbraucht, ey. Ich muss echt mal ein Reset machen und zurück langsam. Einmal, um das Estus Flakon zu verbessern. Und, um... So, den Typen da oben wollte ich aber auch erstmal wegmachen. Um, ich glaube, die Bossseele zu aktivieren. Und dann ordentlich zu leveln. Muss ich auch mit der Zeit ein bisschen gucken, ne? So, jetzt er hier. Genau. Bitte nicht gegen ein Fass hauen. Habe ich dir gerade ge-one-hittet? Nicht schlecht. So. Jetzt, ihr. Ich habe nur einen gedingst. Geil, muss ich mir merken. Ich habe nur einen getriggert. So, genau. Dann mach jetzt mal. Mach mal dein... Oh, Explosion. So, das war clean, schön, gefällt mir. Tatsächlich, wenn man die als erstes haut, easy. Weil ich CC-channel die auch durch und meine Keule macht genug Damage. So, jetzt. Hier war Kena. Ich hole mir jetzt einfach nur meine scheiß Seelen. Und ich glaube, ich hau dann rein. Erstmal. Könnt den dann nochmal ansprechen? Das scheint du zu sein, aber... Ja. Hello there. Traveling all alone in these... Yes, ich reise allein. Well, I have a very good reason. Oh, hogwash. Who am I to judge? My name is Pate. I journey hither and thither on a sort of treasure hunt, you might call it. Be careful out there. There's talk of unsavory bandits who prey upon... Oh yes, you be cautious if you go any farther. Bisschen mood change. Certain, but the entrance locks from behind. Oh. I was with this warrior, you see, and he insisted that he go inside first. The rather brusque fellow tried to swipe the loot for himself, but it trapped. I still have the gent's ring. I do hope he wasn't harmed. I'll leave this one to you. I'm worried about what might be inside. I'll leave this one to you. Ich habe leider eine Sache aus Versehen geskippt. Er hat seinen Ring noch. Kann ich ihn dann nicht einfach umbringen? Aber nachher ist er ziemlich schwer. Okay, Leute. Oh! Grüne Blüte, die stellt Ausdauer her. Also, folgendes. Wir machen jetzt ihn hier. Teleportieren uns zum Leuchtfeuer, gehen nach Majuna. Leveln. Bossseele. Jetzt ist die Frage, kann ich daraus eine Waffe machen? Ne? Ich könnte jetzt Stärke dreimal hochskillen und eine zweite Keule holen. Wäre heftig. Mach ich.
Zweite Keule. Eisen. Majuna. Das Ding ist, also das, ja, es wird jetzt ein sehr offensiverer Playstyle. Mit ohne Schild, also. Ja, genau. Verstärken, ja. Abfahrt. Er ist so gut. So, jetzt haben wir drei, richtig? Yes, cool. So, dann Seelen aktivieren. Oh, man kann alle auf einmal machen. So. Schmacko. So, jetzt einmal Info. Nutzt die besondere Seele des Verfolgers, um zahlreiche Seelen zu erwerben oder etwas außerordentlich Wertvolles zu erschaffen. Ich könnte mal zum Schmied gehen, aber ich schätze, das wird erst später irgendeine Person sein, die damit arbeiten kann, oder? Hat er neue Waffen? B auf Stärke. Na gut. Vielleicht auch nicht. Ich könnte mir mal ein paar Pfeile mitnehmen. Ja, ich nehme mal einfach nur zum Kiten, wisst ihr? So. Okay, also. Stärke auf 12. Sollte klappen. Ja, aber ich muss unbedingt Anpassungsskillen. Holy shit, ne? Stärke. So, jetzt noch Anpassung. Oh, jetzt habe ich nicht auf Geschicklichkeit geachtet. Aber ich glaube, die Keule brauchte nur ganz, ganz wenig, ne? Nur wie viel Level wir hätten machen können mit der Scheiß... Also mit den... Ey, das ist so bitter. Oh, das Banditenmesser macht ja richtig Damage. Aber hat halt gar keine Reichweite, ne? Okay. Ups. Das war falsch. Ah, das war auch falsch. Da können wir ruhig den machen. So. Jetzt Y. Oh, ich habe gedrückt gehalten. Hä? Okay, so ist normal. Und je nachdem, ob ich RB oder LB drücke, haut er mit der rechten oder linken Hand. So, wenn ich jetzt Y gedrückt halte, nimmt er die hoch. Oh! Wenn ich jetzt LB drücke, haut er mit beiden zu. Okay. Und RT. Und LT. Okay, ich glaube jetzt. Jetzt, ich meine mal Tacheles. Sollte ich meine Rüstung krass upgraden? Ich glaube nicht. Okay. Wie machen wir weiter? Ich denke, da, wo wir aufgehört haben. Tatsächlich. Yes. Okay. Ich könnte überlegen, ob ich springen wieder umlege. Naja. Also, Doppelkeulen Power Stance. Ich mache mal die leichten Angriffe jetzt erstmal. Was die Keulen oben, wird man nicht loben. Okay, also das war jetzt ein bisschen weird, weil ich aus dem Sprint das alles machen wollte. Ich mache jetzt einmal LT. Holy shit, Alter. Ich knüppel die ja komplett aus dem Leben.
Okay. So. Jetzt wird's wieder explosiv. Und ich verzieh mich schnell, wenn er ausholt. Na klar. Ich hau einfach durch ihn durch, weil normalerweise, wenn die Gegner auf dem Boden liegen... Oh, der hat was gedroppt. Schön. Eine Rüstung, er? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie sehen wir aus? Was ist das für ein Style? Kann ich auch mich nach hinten fallen lassen? What the fuck? Oh shit. Von den Eisentracht-Soldaten getragene alte Rüstung bietet hohen Schutz, ist jedoch extrem schwer. Eines Tages traten in heruntergekommenen Rüstung gekleidete Krieger aus dem Schloss von Drengleik und nahmen still ihre Stellung unter der königlichen Armee ein. Keiner von ihnen sprach hier ein Wort oder offenbarte sein Gesicht unter der Maske. Effekt macht kritische Treffer von Feinden zunichte. Und A. Ah, was, genau, da hatte ich noch, war ich ein bisschen, Junge, auch die Resistenzen gehen ja auch übel hoch. Alter. Okay, Jungs. Wer will aufs Maul? Nehmen wir. Der Run wird jetzt ein bisschen langsamer. Okay. Moin. Okay, also, ich bin halt wirklich eine scheiß Schildkröte vom Tempo her. Ja, kann mir jemand erklären, wie das mit dem Moveset ist? Bei Dark Souls 1 war es ja so 25%. Nee, wie war das? Man hat ja... Sekunde, ich mach gleich die Bestrafung. Man hat ja Gewicht und man hat den Dingswert, den Belastungswert. Genau. Und wenn das Gesamtgewicht bei 25% der Belastung ist, hat man eine leichte Rolle. Sowas bei Dark Souls 1, glaube ich. Wir sind, schön wird das jetzt hier direkt ausgerechnet, wir sind bei knapp 120%. Die ist ja wirklich krass schwer. Und so viel mehr Schutz, naja. Warte mal, wenn ich alles andere ausziehe, ich mach... Jetzt sind wir bei 95. Okay, immerhin kann ich jetzt wieder genauso schnell sprinten. Aber die Rolle ist immer noch fetti. Aber ich könnte jetzt... Ja. Okay. Ja, ich schätze, irgendwann ist sie vielleicht geil. Aber jetzt... weiß ich nicht. Okay, Leute. Wir kriegen heute, also ich krieg heute gut aufs Maul, aber ich mache auch gute Erfahrungswerte.
Zum Beispiel, wie man 19.000 Seelen verliert und damit klarkommt in seinem Leben. Also ich brauche hier irgendwie eine Schiene. Der Boden ist halt auch für den Arsch. So, Freunde. Auf ein letztes heute. Geht wieder los. Ah. Und danach gehe ich in die Eistonne. Junge, 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 Junge. Es ist sehr häufig hier in dem ersten Bereich. Die Nummer 4, Eurythmiekleid. Ich würde jetzt nochmal live performen. Du bist gestorben von Maximilian Polke ins Knabe. War das N oder D? Wie war das D nochmal? Hier so. Das war eine weitere Folge Dark Souls 2. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich mache jetzt Feierabend. Ist auch 20 Uhr. Tschüss.